Oh, das wird der neue Stand für die Bienen. Das ist ja super. Klasse, toll. Ah, jetzt habe ich alles hier wunderbar hingeschmissen. Jetzt werden wir erstmal die Steine so weit eingraben, dass die Oberkante hier bündig schließt. Und hier vorne gut zu sehen, habe ich die schön über Eck gelegt, habe die schön verbunden miteinander. Der Wind, der drückt hier so rein. Wahnsinn. Wow, wow, wow. Nun bin ich endlich fertig mit dem Bienenstand. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch der Bienenstand so gefällt. Präsentiert von der Selfmaker. In diesem Video will ich den Bienenstand für meine Bienen bauen. Das ist auch das erste, was ich auf diesem Grundstück, auf meinem neuen Grundstück jetzt neu baue. Und los geht's. Das erste, was wir dazu brauchen, sind die Balken, Dachpappe, ganz viele kleine Bretter, eine Richtlatte, Vorschlaghammer, Schaufel, eine kleine Wasserwaage, noch mehr Bretter, zugeschnittene Balken, ein Spaten, ganz viele Eisenpflöcke, ein paar Hammer, Zollstock, Bleistift, Faden, Schrauben, ein Cuttermesser, einen neuen Akkuschrauber, Drahtstifte. Ah, jetzt habe ich alles hier wunderbar hingeschmissen, werde ich aber erstmal wieder sortieren müssen. Jetzt werde ich erstmal mit den Eisenpflöcken und dem Strick erstmal das ganze Gebiet abgrenzen, wie ich den Bienenstand bauen möchte. Dazu habe ich auch die Balken schon mal so grob hingelegt, wie ich es ungefähr haben möchte. Die Balken sind jetzt 3 Meter lang und ich werde die so 50 cm auseinanderhalten. Deswegen auch hier die Steine. Wie ich das dann mache, zeige ich euch gleich. Ich werde jetzt erstmal mit der Schnur und den Eisenpflöcken, die werden jetzt hier reingemacht. So hier. Jetzt nehme ich die Schnur, werde erstmal hier mir einen Knoten machen, gehe dann hier rüber und weil ich die Steine jetzt noch ein Stück eingraben möchte, werde ich jetzt erstmal so da hinten mir die Flöcke reinschlagen und dann werde ich mit der Schnur das Ganze gerade ziehen, damit ich wie gesagt eine schöne gerade Flucht hinbekomme. Bevor ich jetzt die Schnur hinten festmache, gucke ich, dass ich immer zwischen dem einen und dem anderen Balken immer so 80 cm Luft habe. Und immer darauf achten, wenn ich den ausgerichtet habe, dass ich dann den nur bewege. So, jetzt passt das erstmal soweit. Jetzt werden wir erstmal die Steine so weit eingraben, dass die Oberkante hier bündig schließt. Perfekt. Wenn ich das jetzt habe, so ungefähr, dann kommt das Ding hier rein. Einmal so, einmal so. Moin meine lieben Freunde, es ist jetzt der nächste Tag, nachdem ich jetzt die Balken soweit ausgerichtet habe, die Steine reingesetzt habe und jetzt habe ich schon die Balken verschraubt. Also das heißt, ich habe die kleinen Stücke mit den großen Stücken hier verbunden und das habe ich mit dem Akkuschrauber richtig festgeschraubt. Und wie ihr hier drüben schon seht, geht es jetzt weiter mit dieser Rolle Dachpappe, die ich hier habe, habe ich jetzt hier schon mal eine Bahn gemacht. Und so werde ich alle anderen auch mitmachen. Hier vorne sieht man schon, habe ich angefangen, habe ich ein bisschen hingelegt. Und hier werde ich mit den
Drahtstiften werde ich rundherum dann die Dachpappe ein bisschen einschlagen. Und hier vorne gut zu sehen, habe ich die schön über Eck gelegt, habe die schön verbunden miteinander. Das sind hier schon leere Kisten. Hier sind noch keine Bienen drin. Wie gesagt, die Kisten, die sind komplett leer. Die habe ich schon mal beim ersten Umzug mitgenommen, weil ich habe ja nicht alle Kisten voll mit Bienen. Und die Bienen habe ich jetzt zum Probe erstmal hier drauf gestellt. Und ihr seht, es passt. Ich habe vom Abstand her, die Kisten sind ja alle gleich. Und es sieht einfach klasse aus. Und jetzt werde ich weitermachen mit den anderen Bahnen. Der Wind, der drückt heute so extrem. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Es hat jetzt 2 Tage gebraucht. Im ersten Tag habe ich alles ausgerichtet. Im zweiten Tag habe ich alles verschraubt und die Dachpappe drauf gemacht. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich kann hier jetzt 26 Bienenvölker hinstellen. Das reicht für mich alle Male. Ich habe ja bloß 20 Völker und die reichen mir. Da habe ich mehr als genug Arbeit, weil ich habe ja noch das Haus, das ich dieses Jahr noch mit renovieren möchte. Und dann noch nebenbei die Imkerei. Also es wird schon ganz schön heftig dieses Jahr. Aber ich bin damit jetzt erstmal fertig und jetzt fehlen nur noch die Bienen. Die Bienen haben jetzt ihren Platz auf meinem neuen Grundstück hier gefunden. Es sieht einfach nur klasse aus und vor allen Dingen, jetzt kann ich auch richtig dran arbeiten und jetzt kann ich abschließen mit meinem alten Grundstück, weil jetzt ist alles, was ich damals hatte, hier. Vor allen Dingen die Bienen, die stehen jetzt hier da. Es hat auch wunderbar funktioniert, sind alle heil angekommen. Ein Volk habt ihr ja bestimmt kurz gesehen, das habe ich umgeswitcht von so einer Holzkiste in so eine Styroporkiste, weil so eine Holzkiste, die habe ich ja mal vor Jahren selber gebaut und die ist während des Transportes kaputt gegangen und deswegen habe ich die gesagt, gut, alles klar, die Kiste, die schmeiße ich weg, ich nehme die Bienen einfach raus und hatte dann noch ja die 2 leeren Styroporkisten, da habe ich die einfach nur umgesetzt. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch der Bienenstand so gefällt, ob ihr was besser gemacht hättet oder ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was ich jetzt hier im Nachhinein noch verbessern kann. Wenn euch aber das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gern mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr, wie es hier in der Imkerei weitergeht, im Hausbau, im Garten oder die nächsten Wurstprojekte, den nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links, sowie alles, was ich hier in dem Video verwendet habe, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr ein Glas von meiner eigenen Imkerei haben möchtet, dann habe ich auch meinen eigenen Online-Shop unten in der Videobeschreibung. Und ich will mich verabschieden und bis zu einem meiner nächsten Projekte, sagt euer Selfmaker. Tschüss!